Hallo Freunde, willkommen wieder zu einem neuen Video. Lang ist's her. Yeah, hat sich einfach gereimt, deswegen habe ich das so gemacht. Nach wie vor leben wir immer noch in einer schwierigen Zeit, in einer schwierigen Situation, Corona und so weiter. Ihr wisst Bescheid, Corona und so weiter. Zurzeit verbringt natürlich jeder viel Zeit zu Hause, mit Familie oder allein. Auf jeden Fall verbringen wir alle viel Zeit zu Hause, obwohl wir ein bombastisches Wetter haben und gerne rausgehen würden, was unternehmen. Aber naja, man muss halt immer gucken, dass man mit den Leuten nicht in Kontakt kommt. Wir müssen aufpassen, da wir nicht mehr so viel Bewegung haben wie sonst, sollte man unbedingt auf die Ernährung aufpassen. Weil zack, ruckzuck bist du dabei, hast 3-4 Kilo oben drauf. Und das möchte, glaube ich, keiner von uns. Deswegen, oh, süß und salzig. Gar nicht so schlecht. Okay, das war ein bisschen Smalltalk nebenbei. Worum geht's in diesem Video? Das ist natürlich an den Titel gesehen. Ich bin kein Nazi, aber... Jeder kennt diesen Spruch, jeder hat ihn mal gehört. Jedes Mal, wenn dieser Satz gesagt wird, ich bin kein Nazi, aber... Ja, was kommt jetzt, ne? Aber jedes Mal, wenn dieser Satz kommt, denke ich immer im Kopf, halt die Fresse. Dann halt einfach die Fresse. Sag einfach nichts. Aber das kann man ja nicht machen. Das wäre unhöflich. Oder eigentlich auch nicht. Manchmal ist es ja unmöglich, was danach kommt. Wäre es dann unmöglich zu sagen, halt die Fresse. Fragen über Fragen. Okay, das bleibt ein ewiges Thema. Ausländer, Deutsch, Schwarz, Weiß, Gelb, Bunt, Michael Wendler, Pocher. Es ist ein Thema, womit viele zu tun haben, was auch viele Menschen betrifft. Für mich persönlich gibt es nur eine Art von Mensch, und zwar Mensch. Es gibt ein Land, und zwar das ist die Erde. Okay, es ist alles ein bisschen pauschal gesagt, aber es ist einfach so. Es ist einfach Fakt. Die Erde gehört uns allen. Und jeder Mensch sollte das Recht haben, da zu leben, wo er gerne leben möchte. Und wenn es in Timbuktu ist oder auf der Rosa Ranch von Pippi Langstrumpf. Egal. Solange er sich an die Regeln hält. Und das heißt, die Regeln sind auf der ganzen Welt gleich. Das heißt, auf der ganzen Welt ist es nicht gut, jemanden zu töten. Auf der ganzen Welt ist es nicht gut, jemanden etwas wegzunehmen, was ihm nicht gehört. Auf der ganzen Welt ist es nicht gut, Menschen anders zu behandeln, weil sie anders aussehen. Überall gleiche Regeln. Dafür braucht man gar kein Grundgesetz. Das ist Menschlichkeit. Okay, sorry, ich hatte gerade wieder meine 5 Minuten. Ja, warum fange ich an, gerade über dieses Thema zu reden und alles so pauschal und grob? Ganz klar, weil ich habe natürlich wieder ein Lied vorbereitet, so wie ich bin, ich kleiner Schlawiner. Habe ich beim letzten Mal auch gemacht und diesmal habe ich mir gedacht, okay, ich mache noch ein Lied. Es war gerade aus einer Emotion heraus, also deswegen nicht so ernst nehmen. Oder doch ernst nehmen, auf jeden Fall ernst nehmen. Das sind einfach ein paar Sätze, so ein Rap-Lied. Hört doch einfach mal rein. Und wenn nicht, dann lasst es sein. Ich bin daheim und ihr auch oder nein. Was reimt sich darauf noch? Beim kleinen Schein. Ich lasse es lieber sein. Tschüss, bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Ironio. Bin kein Nazi, aber irgendwann kommt das Aber. Wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid Versager. Keiner ist schuld, auch nicht euer Vater. Nicht der Jude, nicht der Türke oder der Araber. Ihr wollt die Deutschen präsentieren. Hört bitte auf, die Deutschen zu blamieren. Diese Spackos, hirnlose Faschos, sitzen jetzt sogar im Bundestag in Sackos. Ihr nutzt die Angst der Menschen, denn dadurch sind sie schwach. Missbraucht dafür die Sprache. Worte sind Macht, aus Worte werden Taten, aus Taten werden Hass. Ich will euch eins sagen, ihr verdient dafür den Knast. Man sucht immer die Täter, aber die Täter seid ihr. Ihr nennt sie Volksverräter, aber die Verräter seid ihr. Ihr verlangt von den Menschen, sie sollen sich integrieren. Sollen sie empathielose Arschlöcher werden, so wie ihr. Auf einmal gibt es Immigranten, ihr habt es auch erkannt. Der Grund für das Übel ist der Asylant, ihr Heuchler. Früher selbst diskriminiert und heute wird pauschalisiert. Schämt euch, okay. Ich verstehe, wenn ein Rechter gegen Flüchtlinge hetzt. Aber auf einmal fangen auch Immigranten an, gegen Flüchtlinge zu reden und zu hetzen. Was ist los mit euch, ha? Nennt mich wie ihr wollt, Deutsch oder ein Kanake? Ist mir alles Latte. Für mich gibt es auf der Welt nur eine Rasse. Und zwar Mensch und Deutsch auf dem Kacke. Es ist nicht gut, dass ich hier ausraste. Aber das ist das, was ich auf dem Herzen hatte.
Ob es dir passt oder nicht, ist mir egal, das bin ich. Tschüss. Okay, ich würde noch so viel gern zu diesem Thema sagen, aber das würde einfach den Rahmen sprengen. Und diese dummen Menschen kannst du ja eh nicht belehren. Diese empathielosen Menschen. Aber wegen Corona scheißen sie sich alle in die Hosen. Das sind die Ersten, die wahrscheinlich mit den Schutzmasken rumlaufen und ihre Gummihandschuhe auf den Boden werfen.